Der Herr sagt: Dient mir, wie ich euch geliebt habe. Zeigt eure Liebe zu mir offen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. June 10, 2010. Von Yahushua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online-Zusammenkunft. Für all jene, die Ohren haben und hören. Meine Söhne und Töchter, was ist Vertrauen mit Hingabe? Was ist Gehorsam ohne Erwartung? Sagt mir, wie sieht das aus? Ist nicht euer angemessener Dienst in dem einen, der euch liebt und auch alles für euch hingegeben hat, Liebe ohne Bedingung? Doch ich verrate euch folgende Wahrheit. Vertrauen ist mehr als Loslassen. Denn es bleibt dabei, dass es sich auch in eurem Gehorsam und in eurem Beispiel zeigen muss. Und in eurer Bereitschaft, meinen Namen niemals zu leugnen. Egal zu welcher Zeit oder in welcher Jahreszeit. Geliebte, ich sage euch die Wahrheit. Legt eure Lieben in meine Hände, wie ich es gesagt habe. Denn sie waren zu keiner Zeit nicht in meinen Händen. Denn ich bin die Tür für all meine Schafe. Und auch sie werden mich rufen hören, an dem Tag, an dem ihre Herzen brechen. Und sie werden rufen. Doch wer diejenigen, die er liebt, in meine Hände gelegt hat, muss jetzt jenem Vertrauen entsprechend leben und ein Beispiel für den sein, in den er seine ganze Hoffnung gesetzt hat. Seid ihr nicht auch meine Hände und meine Füße? Seid ihr nicht eine Stimme und ein Zeugnis für mich? Deshalb sollt ihr meinen Namen zu keiner Zeit und in keiner Jahreszeit leugnen, um anderen zu gefallen oder aus Furcht. Bemüht euch nicht, den Frieden zu bewahren, um ihretwillen. Denn ich bin mit euch. Denn wer mich wirklich liebt, spricht über mich. Und wer mich über alles liebt und mich an die erste Stelle setzt, hat seinen Lieben gezeigt, was wahre Liebe ist. Und das bedeutet, auch sie zu lieben. Denn es gibt keine wahre Liebe abseits von mir. Denn ich bin jenes Geschenk, das ihnen fehlt. Die größte aller Lieben, die ewig währt. Deshalb, von mir zu sprechen, wenn andere dabei sind, bedeutet, sie zu lieben. Mich um der anderen willen zu leugnen, bedeutet, sie zu hassen. Denn durch euer Schweigen zeigt ihr euch mit ihrem Tun einverstanden, egal ob sie sich in Ignoranz, Unwissenheit oder in der Rebellion befinden, wodurch ihr auch offenbart habt, dass eure Bequemlichkeit wichtiger ist als die Wahrheit. Noch einmal, wer mich leugnet, lehnt die Liebe ab und hat den Geliebten zugunsten der Wege der Welt verlassen. Ein falscher Friede zum eigenen Schmerz. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und es gibt viele, die sich darauf befinden. Deshalb sagt ihnen, wie sie durch die enge Pforte eintreten können. Ich bin der Weg. Es gibt viele Schafe auf diesem Feld. Die meisten sind umhergewandert und haben sich verirrt. Und viele toben wie Löwen und blöken wie Ziegen. Doch sie sind weder Löwen noch Ziegen. Es sind kranke Schafe, die auf einer Weide leben, die stark verunreinigt ist. Der Gestank verursacht einen dichten Nebel der Verblendung. Aufgrund von Angst. Deshalb habe ich von diesem Feld einige wenige gerufen, um meine Beispiele zu sein für den Rest. Nicht wegen ihrer eigenen Gerechtigkeit, noch aufgrund ihrer eigenen Stärke oder ihres Intellekts. Denn ich habe ihnen neue Augen gegeben, um den Weg klar zu sehen, der vor ihnen liegt. Und neue Ohren, um mich trotz des Lärms auf der Weide zu hören. Und einen neuen Mund, um meine Worte zu sprechen, zu allen Zeiten, in denen ich sie veranlasse, zu sprechen. Sie sollen dienen, nicht weil sie in irgendeiner Weise besser sind als die anderen.
Denn wen ich rufe, den rufe ich. Ich bin der Herr. Vielmehr sind sie gerufen und tun, was ich ihnen gebiete, entsprechend meinem eigenen Willen. Sie haben alles aufgegeben um ihres Hirten willen, und sie werden nur seiner Stimme zuhören und auf keinen Fall einem anderen zuhören oder ihm folgen. Denn sie sind besiegt in meiner Liebe, vernichtet durch meine Herrlichkeit und gebrochen aufgrund der Kraft meiner Worte, die tief in ihre Herzen eingedrungen sind und sie durchbohrt haben. Und all dies aufgrund ihres innersten Herzenswunsches, dessen Erfüllung ich bin. Deshalb sage ich euch, vertraut mit Hingabe, gehorcht ohne Erwartung und liebt ohne Bedingung. Denn dadurch werdet ihr mich wirklich kennenlernen. Und euer Glaube wird schnell zur Vollkommenheit gelangen. Bewege ich euch, Geliebte? Bin ich der Wunsch eures Herzens, euer innigster Hunger, euer verzweifelter Durst? Geliebte, ihr seid diese Dinge für mich. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Geliebte, ich liebe euch. Und auch eure Lieben möchte ich so gerne in meine Arme nehmen. Ich bin auch in sie verliebt. Deshalb übergebt sie mir und im Gegenzug offenbare ich mich in euch, damit sie sehen können. Offenbart meine Liebe im Offenen und im Stillen, wenn niemand da ist. Wandelt in meiner Liebe. Saugt mich ein. Es ist Zeit. Beeilt euch, macht die Durstigen ausfindig und füllt ihre Becher. Speist die Hungrigen und die geistig Armen, und diejenigen, die sich widersetzen, für sie betet und seid mein Beispiel. Sie werden später trinken. Geliebte, ich liebe euch, wie ihr seid. Dient mir jetzt, wie ich euch geliebt habe. Denkt an meine Worte. Was immer ihr für einen anderen tut, das habt ihr für mich getan. Und was immer ihr einem anderen tut, sei es aus Güte oder aus Bosheit, das habt ihr mir getan. Es gibt kein Leben außerhalb von mir. Alle bleiben im Weinstock, bis das, was sein muss, getan wird und jene, die den Tod suchen, abgebrochen werden. Jetzt dient mir, wie ich euch geliebt habe.